Ja, ungefähr. War das gut oder war das Freunde, willkommen bei einem weiteren Video. Heute muss die andere Seite gehen. Freunde, willkommen bei... Jetzt sind wir zu dritt. Freunde, willkommen bei einem weiteren Video. Heute werden wir mal wieder Burger testen gehen. Es wurde mir ein paar Mal empfohlen in den Kommentaren und auf Instagram. Fairfax Express. Die sollen anscheinend sehr gutes Chicken und auch sehr gute Burger machen. Eieieiei. Mit am Start. Freut euch auf jeden Fall auf die Burger, die werden gut. Saftig, gut gewürzt, geile Panade, Soße, Krautsalat im Burger, geiles Bun. Also auf Instagram sahen die schon mal wirklich gut aus. Warum mache ich das Intro hier? Wir stehen gerade vor Vio. Vio ist der Laden, woher ich diese Sonnenbrille habe. In den Kommentaren wird sehr, sehr oft gefragt, Randy, woher hast du diese Sonnenbrille? Vio, Freunde, es ist Vio. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in diesem Video. Hier sind wir auch auf der Instagram-Seite von Fairfax Express. Wenn die ausverkauft sind, liegt es immer daran, weil die kein eingefrorenes Fleisch benutzen. Die sprechen auf jeden Fall für sehr, sehr starke Qualität. Nashville-Style Hot Chicken. Krautsalat, Essiggurken, sehr, sehr juiciges Chicken. Und genau diesen Burger wollen wir heute probieren. Krautsalat, Chicken, Essiggurken, Brioche-Bun. Der Foodtruck befindet sich auch direkt an der Münchner Freiheit. Man sieht die Bushaltestelle, also direkt Münchner Freiheit gegenüber von der Post. Und jetzt schauen wir mal, was das Chicken so kann. Die sind immer sehr, sehr früh sold out. Somit hoffe ich, dass wir jetzt noch was kriegen. Also es gibt den Nashville Hot Chicken, es gibt den Original, Munichs feines Brioche Bun, knusprig frittiert, Hähnchenbrust in Buttermilch, Marinade, Essiggurken, Ranch Sauce. Ach, es den gibt gibt's eigentlich nur nicht. Die. Mac and Cheese, Southern. Ich glaube, das für Hot oder mit dir, für dich. Genau, was würdest du sagen, wie scharf ist der? Mittel, aber wir können es aufdrehen, wenn du willst. Also ich will schon noch schmecken so. 89 bitte. Mit Arte. Ja. Ist das cool, wenn ich bei euch ein bisschen reinfilme? Frag der Chef. Ist das cool? Ich denke schon. Ist alles sauber. Also, womit sie auf jeden Fall recht haben, kein gefrorenes Fleisch, es wird frisch vor deinen Augen frittiert. Danach, nach dem Frittiervorgang, kommt es nochmal in eine Soße reingedippt. Dann wird es nochmal auf ein Gitter gelegt, kurz zum Abtropfen, bis es in den Burger reinkommt oder wie auch immer es verarbeitet wird. Dann haben sie hinten eine schöne Salattheke mit Soßen und allerlei Sachen. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Es ist ein simpel aufgebauter Foodtruck in München. In München fehlt auch ein bisschen diese Streetfood-Kultur einfach. Und ich denke, mit solchen Läden kann man die auf jeden Fall nach München bringen. Was ist dein erster Eindruck? Cool. Cool? Erinnert mich irgendwie an Berlin. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, in Berlin gibt es ja mehr Streetfood und sowas, ja. Gell? Und dass sie auch diesen Sticker da oder dieses Brand. Das sind nicht so geliefert, die Buns, sondern er brandet in jedes einzelne Brioche-Bun ihr Logo persönlich im Laden rein. Ich will mal schauen, ob man das auch schmeckt später, ob das so leicht verbrannt schmeckt, so Röstaroma hat im Brot. Würde ich cool finden irgendwie. Zehn Minuten sind ungefähr vergangen. Sehr viel los. Die sind immer sehr, sehr früh sold out auch. Deswegen, ich bin sehr glücklich, dass wir heute einen erwischt haben. Der Laden macht einen guten Eindruck. Ich kriege einen Anruf von... Wieso? Nervigster Mensch dieser Erde. Wieso? Ja, direkt. Oder ist so ein roter Stand. Dann kannst du nicht übergehen. Direkt vor Karstadt. Ist okay, wenn ich hier esse? Ja, ich film hier ein bisschen, okay? Gar kein Stress. Der Burger ist da und ich würde mal sagen, wir schauen in diese Tüte rein. Sieht auf jeden Fall schön aus. Fairfax Express American Comfort Food. Also sie nennen sich selber nicht mal Fast Food, sondern Comfort Food. So, schauen wir rein. Wir haben nur den Burger bestellt, extra. Und jetzt bin ich auch froh, dass wir nur den Burger bestellt haben. Was finden wir in der Tüte? Einmal den Burger. Ein Center Shock. Finde ich ein cooles Detail so. Und eine Serviette. Meiner Meinung nach, ich sage es immer so, als ich so Nashville Chicken Burger oder Sandwiches gegessen habe, ist es oft passiert, dass ein bisschen viel rausgeflogen ist, ein bisschen viel zur Seite. Wenn die nur eine Serviette reintun, spricht das für sie. Das heißt, sie sind von ihrem Produkt überzeugt. Das heißt, das Konstrukt hält gut zusammen. So, packen wir den schönen Burger aus, Freunde. Oh, cool. Eieieiei. Wir schauen mal rein. Fairfax, das Branding, sehr, sehr cool. Das Brioche-Bun schön weich, frische Essiggurken, eine leckere Soße,
ein bisschen Krautsalat und das Chicken sieht ja mal überragend aus. Es ist ja nicht nur goldbraun, sondern leuchtendes Chicken. Und unten nochmal Soße. Brioche-Bann von innen, sehr, sehr schön angetoastet mit Butter. Ich muss sagen, der Burger sieht wirklich gut aus. Er liegt gut in der Hand. Das Einzige, wo ich jetzt sagen könnte, okay, bevor ich in den Burger gebissen habe, ist, das Brioche-Bann ist nicht richtig soft, sondern ein bisschen fester. Wahrscheinlich, weil da gut Butter drin ist, weil es gut angegrillt ist. Der Burger an sich sieht überragend aus. Beißen wir einfach rein und schauen, wie er schmeckt. Wow. Den kannst du... Oh shit. Also die Verpackung ist nicht die beste, aber es ist nicht schlimm. Es fällt alles schön in meinen Teller hier. Das Chicken ist so juicy. Oh mein Gott. Wow. Wie der Burger gebaut ist, damit bin ich nicht ganz zufrieden. Aber das passiert hin und wieder einfach mal. Ja? Wo ist diese eine Serviette? Kommen wir zum Fazit. Was ich hier auf jeden Fall mal sagen kann, ist, wir haben in Amerika Chicken Burger probiert. Probier auch mal. Ist ein bisschen scharf, gell? Ja, boah, siehst du? Boah, Junge! Weiß, dabei wie die Kamera. Echt? Sieht aus wie Leder. Ups. Boah. Geil, gell? Ich würde dir jetzt die Hand geben, aber... Nein, ich würde dir auch so nicht die Hand geben. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist der Burger schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das Chicken ist sehr, sehr stark. Die Marinade ist sehr, sehr gut. Die Schärfe ist geil, der Krautsalat, ich finde auch, ich bin nicht der größte Krautsalat-Fan, aber hier haben sie einfach richtig Krautsalat reingemacht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das Brioche-Bann ist sehr, sehr nice. Er ist aber unhändig. Genau, das Konstrukt ist absolute Katastrophe. Konstrukt geht nicht. Neues Essen. Ja, Bruder. Ist das Chicken extra? Nein, Bro. Schau das mal an. Ja. Das ist echt schwer so zu handeln. Ja, das ist echt nicht einfach. Deswegen, ich mag die Schärfe, ich bin ein Fan von scharf und... Ist mein Mund schmutzig? Nein. Wie nein? Was passiert hier eigentlich? Ich mag auf jeden Fall die Schärfe. Ich finde das Brot auch gut, aber dadurch, dass man so beschäftigt ist, das ganze Ding zusammenzuhalten, es ist belastet einfach. Ja. Man will einfach in Ruhe essen, weißt du mal? Wie esse ich das jetzt weiter, weil es schmeckt mir eigentlich? Ich bring die Serviette. Ich hab wie gesagt. Samir, wie geht's? Gut, dir. Alhamdulillah, gut. Digga. Randy. Nervt mich auch ein bisschen, wie er zerfallen ist, Alter. Das regt mich echt ein bisschen auf. Der Burger wäre, wenn das nicht so ein zerfallener Burger wäre, gell? Das wäre der krasseste Burger Münchens. Weil das Brot passt zum Fleisch. Mhm. Wow. Hast du ihn gegessen, Samir? Nein, ich kann nicht. So scharf. Keine Chance. Samir, komm, werd langsam erwachsen jetzt. Ja, Lars, oder? Wenn man den Burger gegessen hat, muss man nicht Hände waschen, man muss komplett duschen. Das habe ich auch schon mal gesagt, ja. Man muss einfach duschen gehen, Bruder. Wenn ich den Burger nicht als Burger überhaupt bewerte, sondern als Nashville Chicken Burger, Chicken war gut, Marinade war gut, Geschmack, Schärfe, alles on point. Ich finde, zu einem guten Burger gehört das Ganze, also von wie es in der Hand liegt bis zum Geschmack, meiner Meinung nach. Ich will nochmal so einen Burger essen. Hol dir einen. Willst du noch einen? Chef, Daumen hoch, war sehr, sehr lecker. Dankeschön. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wo warst du in LA unterwegs? Boah, überall. Ja, ganz LA, ja, ich abgeklappert. Komplett LA, komplett Miami und Rio. Und Rio ist burgermäßig, hat komplett Amerika nass gemacht. Ja. Kann ich euch mal empfehlen, ja. Rio ist, macht die besten Burger. Wenn Nordamerika durch ist, dann vielleicht entweder nach Südamerika oder nach Asien. Müssen wir noch. Danke. Gut, ciao, ciao. Danke, ciao. Dem ganzen Burger. So wie er konstruiert war, so wie er geschmeckt hat, so wie er aussah. Geschmack war der sehr, sehr wild. Vom Aussehen auch sehr, sehr schön. Das Einzige, wo ich wirklich Abzüge machen muss, ist, die Konstruktion war einfach nicht der Hit. Der Burger ist in der Hand zerfallen und mein persönliches Fazit ist, ich gebe dem Burger so eine 8,4, eine 8,5. Was aber sehr, sehr gut ist, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, so eine Bewertung haben selten von mir Burger bekommen. Das ist mit einer der besten Burger Münchens. An dem gibt es nichts auszusetzen, außer die Konstruktion. Das kann auch Pech gewesen sein, das will ich jetzt nicht so hart bewerten. Geschmacklich war der super. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben in LA auch Nashville Hot Chicken Burger probiert. Und die waren nicht so gut wie der hier.
Kuss geht raus. Liken und kommentieren nicht vergessen. Den Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ist mein Mund schmutzig? Was würdest du dem Burger geben? 8,5. Das ist eine sehr gute Bewertung. Ja, bei mir auch. Weil er war auch ich sehr lecker. Genau 8,5 gesagt. Hast du 8,5 gesagt? Ja. 8,5. Man merkt, du hast dazugelernt in den letzten Monaten und Tagen als YouTuber, Rio de Janeiro, Miami, LA. Hat sich gelohnt, mein Freund. Können wir jetzt Kontakt abbrechen? 4 Jahre, bitte. Tschüss. Danke.